Hallo Römern, lieben Freunde, was geht? Willkommen zurück zu einem neuen Let's Play Projekt. Wir spielen Rise of the Tomb Raider. Oh, freue ich mich auf dieses Spiel. Schwierigkeitsgrad. Nehmen wir einfach mal Tomb Raider. Als Standard-Überlebensgrad. Würde ich jetzt mal meinen. Oh Mann, ich freue mich auf dieses Spiel. Jemanden die Grenzen der menschlichen Erfahrung überschreiten. Sich dem Unbekannten stellen. Als Kinder stellen wir die Welt um uns in Frage. Wir lernen, wir akzeptieren. Und dabei verlieren wir die Fähigkeit zu staunen. Aber einige nicht. Die Forscher, die Wahrheitssuchenden. Es sind diese Pioniere, welche die Zukunft der Menschheit formen. Die anderen, sie hören auf. Kein Geld der Welt wird sie durch diese Berge kriegen. Die verlorene Stadt ist irgendwo da oben. Wird eine höllische Kletterpartie. Ich werde nicht umkehren. Ich weiß. Du solltest hierbleiben, bei ihnen. Keine Chance. Du bist fast da. Warte, bis du das siehst, Lara. Nimm meine Hand. Danke. Oh, sieht das cool aus. Sieh das an. Fantastisch. Aber der Schnee, der von den Spitzen kommt, sieht nicht gut aus. Aber wir können uns bewegen. Geil. Der Weg führt den Berg rauf. Vom Gipfel aus werden wir einen guten Blick auf das Tal haben. Okay, lass uns vorsichtig sein. Yo. Oh, freue ich mich auf dieses Spiel. Wir müssen einfach weiter. Oh, freue ich mich. Wenn wir hier nichts finden, denn Dad wäre stolz auf dich. Ich weiß, aber ich habe ein gutes Gefühl dabei. Puh. Okay. Oh, sieht das nicht geil aus? Oh, lololol. Alles okay? Okay. Hab den Halt verloren. Geht schon. Easy. Alles easy. Oh Gott. Achso. Bist du in Ordnung? Jonah! Ja. Ich bin hier. Ich klettere runter und hol dich. Nein! Das ist zu gefährlich! Ich klettere wieder rauf! Hä? Das fängt schon mal gut an, ne? Fängt schon mal sehr gut an. So, und jetzt warten. Genau, und jetzt hochdrücken und springen. Ich klettere runter und hol dich! Nein! Das ist zu gefährlich! Ich klettere wieder rauf! Bist du sicher? Bleib einfach da! Alles klar! Das Spiel beginnt und sofort ist schon wieder Action drin, Alter! Wow! Das ist schön! Das ist sehr schön! Ich glaube, wir müssen darüber... Nice! Sehr gut! Hab dich! Alter! Shit, Lara! Du verpasst mir noch einen Herzinfarkt! Ja, mir auch! Bist du okay? Mir auch! Ja. Los, eindeutig! Aber immerhin haben wir die Kletteraxt schon von Anfang an. Was ziemlich cool ist. Nicht schlecht. Hier können wir bleiben, falls
das Wetter umschlägt. Glaubst du echt, wir finden die verlorene Stadt? Ich weiß, wie die Chancen stehen. Aber laut dem alten Fährtenleser gibt's Ruinen in diesen Bergen. Wenn ich eine verlorene Stadt verstecken wollte, würde ich mir auch so einen gottverlassenen Ort aussuchen. Komm schon. Nice. Hoffentlich ist Trinity uns nicht zuvorgekommen. Ich würde ja auch so lang, so chillig lang gehen. Wir haben höchstens ein paar Stunden. So tiefenentspannt. Das sollte uns reichen. Wir sind fast am Gipfel. Naja, was heißt fast? Ich erkenne da oben noch nichts. Was meinst du? Wir sind nah an etwas dran. Ich kann es fühlen. Noch das letzte Stück bis nach oben. Alles klar. Mal sehen, was da oben ist. Ich bin gespannt, Alter. Scheint recht stabil zu sein, aber bleib nah an der Wand. Okay. Alles klar. Hier müssen wir klettern. Pass auf das Eis auf, das runterfällt. Okay, bereit? Legen wir los. Okay, aufpassen. Wo kommt Eis runter? Wow, hier ist jede Menge lockeres Eis. Gehen wir es langsam und ruhig an. Bleib an mir dran. Okay. Achtung! Oh, Scheiße! Das war knapp! Spring, Lara! Halt dich fest. Genau, schön. Spring! Vor allem, dass der Typ das einfach easy mitmacht. Ich würde hier sterben in dieser Höhe. Ich würde sterben. Eindeutig. Kommt der Typ uns noch hinterher? Scheiße! Ich bin dein Anker. Schaffst du's rüber? Ich schaffe das! Locker! Oh Gott! Ach du Scheiße! Ich glaub nicht, dass ich so weit schaffe! Bleib da! Ich mach für dich ein Seil oben fest! Okay, ich geh dir ein Seil! Das Seil ist ganz schön lang. Du hast geschafft, Lara. Du packst es! Locker packt sie's. Sie ist Lara Croft. Okay. Ich muss da hochspringen. Komm, ich drück E. Sind wir am Gipfel? Nee, noch nicht. Jonah, wir haben es geschafft. Ich sehe die Ruinen. Oh Gott. What? Heilige Scheiße. Ich hab dich! Lara! Kannst du mich hören? Ja. Ich zieh dich wieder rauf! Oh, fuck! Da! Da drüben! Schnell! Schwing mich zur anderen Seite! Okay, los geht's! Ja. Komm schon, Lara! Nein! Okay, jetzt aber! Ja, komm! Ja! Nein! Dass du mich einfach festhalten kannst, Alter! Komm, noch ein Versuch, dann haben wir es! Komm! Ja! Ja, ich bin dabei! Junge! Wow! Jonah, such dir Schatz! Hier lang, lauf, Lara! Ja. Hochziehen! Lauf, Lara! Lauf, Lara! Hä? War da ein Abgrund? What?
Okay, Mann, ich wollte gerade Kaffee trinken. Scheiße. Ich habe gar nicht gesehen, dass da ein Abgrund war. Ach doch. Ah. Okay, wir müssen warten, wie es aussieht. Oder auch nicht. Hä? Muss ich da hoch? Muss ich darüber springen? Ich habe keine Ahnung. Spring! Lauf gegen Adlera! Oh, lol! Go, Lara! Nice! Wuhu! Oh, Kacke! Alter Vater! Alter! Oh, scheiße, Lara, spring! Kletter, kletter hoch! Lauf! Sprinte ich mit? Ja, ich sprinte, wenn ich das drück. Oh Gott! Ich wäre schon 20 Mal tot. Alter! Das Spiel fängt geil an, muss ich sagen. Es fängt geil an, alter Vater. London. Cool. Es ist die größte Grausamkeit des Lebens, dass wir alle ihm viel zu jäh entrissen werden. Wir altern, wir verfallen, wir sterben. Aber was lassen wir zurück? Knochen? Staub? Was ist mit der Seele? Überdauert sie unsere Existenz auf Erden? Gute Frage. Ich glaube, sie tut das. Im Kern vieler Mythen und Geschichten steckt eine Wahrheit. Sie ist nicht wissenschaftlich, sondern etwas viel Tieferes. Der Schlüssel zum Erlangen des ewigen Lebens. Vielleicht habe ich das nächste Puzzleteil gefunden. Aber nicht nur ich allein bin auf der Suche. Sie verfolgen mich, beobachten jeden meiner Schritte. Ich kenne jetzt ihren Namen. Trinity. Eine uralte, grausame Sekte, die die Zukunft der Menschheit unbedingt kontrollieren will. Ich muss sehr vorsichtig sein und meine Familie schützen. Wenn Lara etwas zustoßen sollte oder Anna, dann könnte ich mir das nie verzeihen. Wer war hier in unserer Wohnung? Die Boulevardpresse hat dich mal wieder im Visier. Ich dachte, du brauchst Gesellschaft. Mehr Lügen. Ist dir jemand gefolgt? Verfolgt? Natürlich nicht. Was ist denn los? Ich glaube, ich habe das Grab gefunden. Das kann nicht dein Ernst sein. Der Mythos um den Propheten ist wahr. Dad hatte recht. Lara, dein Vater war verwirrt. Nein. Er stand kurz vor einer großen Entdeckung. Handfeste Beweise für die unsterbliche Seele.
Ich liebte Richard. Hätte er gefragt, hätte ich ihn geheiratet. Aber er war ein gebrochener Mann. Ich will nicht, dass du genauso endest wie er. Aber Anna, er hatte recht. Alle anderen haben sich geirrt. Das gab es in Syrien. Syrien? Oh Gott, Lara, nein! Das ist Irrsinn! Krieg dein Leben in den Griff. Geh zurück nach Hause. Du weißt, dass ich nicht zurück kann. Diese Besessenheit ruinierte deinen Vater. Ich habe was gesehen. Etwas, das ich nicht erklären kann. Ich verstehe jetzt, wie Dad sich gefühlt hat. Das sind doch alles Märchen. Nonsens. Bitte, Lara, tu das nicht. Du weißt, wie das endet. Es ist das Einzige, das sich richtig anfühlt. Ich werde das Grab des Propheten finden, Anna. Alles klar. Hey, wir kommen jetzt in ein Kriegsgebiet. Wollen Sie da wirklich hin? Wir sind fast da. In der Schlucht vor uns sollte eine Oase liegen. Sie verschwenden Ihre Zeit. Hier draußen ist nichts. Fahren Sie einfach weiter, okay? Ist Ihr Geld. Hier stimmt was nicht. Das ist nur die örtliche Bilanz. Sie haben es jemandem erzählt, oder? Die haben besser bezahlt. Sie... Luther Gott! Scheiße, die sollten doch nicht auf uns schießen! Bringen Sie uns hier raus! Shit, shit! Alles klar! Alles klar. Hier sein.